Hallo, ich bin Holger Gehlausen und ich möchte euch heute mitnehmen, wie nutzt man 24x7 KI-Bücher oder seine eigenen Datenquellen, PDF, PowerPoint, Word-Dokumente als Experten? Also wie kann ich auf mein Wissen, was ich mir erworben, erarbeitet habe, automatisch mit KI-Systemen zugreifen? Das ist das Thema heute. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, einmal in der Woche veröffentliche ich solche Workflows unter kiinsights.com. Und warum mache ich das? Also als erstes, ich möchte keine allgemeinen Antworten von KI-Systemen. Ich möchte eigentlich wissen, aus welcher Quelle das kommt. Ich möchte wissen, was denkt Chad Richards über das Thema oder Richard Rummelt oder Simon Wardley. Des Weiteren möchte ich natürlich gucken, was habe ich schon über das Thema gelernt? Kann ich das selber vielleicht beantworten? Und wie zeigt mir die KI auch nochmal meine Notizen, um zu sagen, ja, guck mal, da hast du doch schon ein Stichwort mal für gemacht. Also wie kann ich das in eine Lernkartei überprüfen, einbringen, also zum Beispiel in Anki-Cards, damit wir nach Sebastian Leitner lernen können. Ich möchte einen schnellen Wissenscheck machen und ich möchte meine Frage in mein persönliches Wissensmanagement übertragen, zum Beispiel nach LogSec. Dafür habe ich mir einen Workflow gebaut. Das heißt, ich gebe hier eine Frage rein. Ich gebe hier eine Frage rein und oft lasse ich mir diese Frage dann einfach nochmal erweitern. Das heißt, ich könnte zum Beispiel fragen, wenn ich diese Frage stelle, warum könnte man diese Frage stellen? Was ist die höhere Ebene? Was muss man bei dieser Fragestellung beantworten? Oder könnte man zu dieser Fragestellung eine andere Perspektive einnehmen? Dafür passen diese Bücher ganz gut zu Opposable Mind oder Seeing What Others Don't, Gary Klein oder Thinking in New Boxes. Das heißt, hier für jedes von diesen Büchern habe ich einen Chatbot. Und dann gebe ich diese Frage rein in den Strategiecluster. Das heißt, ich frage zum Beispiel Richard Rummelt ab, ich frage zum Beispiel hier Stephen Bungay ab oder fast alle, die hier drin sind und sage, was denkst du über diese Frage? Wie würdest du die aus deinem Wissen beantworten? Und in meiner Arbeit als Strategie-Consultant ist es natürlich nicht nur diese Strategie, sondern was gibt es denn auch aus der Leadership-Perspektive zu betrachten? Und das sind die Bücher, die ich gerne mag im Leadership-Umfeld von Joko Willink oder auch hier Leader in Dangerous Situation. Und dann gebe ich die in den Change-Cluster. Das heißt, ja, wenn man Leadership, das ist die Aufgabe, die Strategie, jetzt kommt Leadership und was denkst du über Change? Was müssen wir denn beachten, wenn wir diese Strategiefrage implementieren? Was gibst du aus diesem Punkt? Hier Alan Deutschmann, Change or Die, oder Adam Kahane für Transformativ Szenario Planning, oder hier Robert Keegan, oder auch hier aus der agilen Welt eigentlich ein paar Punkte. Und dann gebe ich das in den Sales Cluster und in den Storytelling Cluster. Das heißt, wie würdest du diese Strategie denn in einer Sales-Präsentation darstellen, oder wie würdest du diese Strategie mit einer interessanten Geschichte verknüpfen? Zwischendurch frage ich hier nochmal ab, was haben wir denn aus der Vergangenheit gelernt? Das ist ganz interessant, Barbara Tuchmann, The Guns of August. Und hier, das habe ich mal unter Kuba, das ist die Analyse der Kuba-Krise, also aus welchen strategischen Blickwinkeln man mal gucken kann. Und Essence of Decisions. Bei der Strategie frage ich doch direkt John Boyd ab und meine 4000 Kindle-Notizen. Und als Ergebnis bekomme ich dann ein Dokument, wo ich diese Blickwinkel drin habe. Und das zeige ich euch heute. Hier nochmal die Übersicht, wenn man ein bisschen reinzoomen möchte, was ich da für Bücher drin habe. So, wie kommen wir jetzt weiter? Ich zeige euch jetzt erstmal, wie kann ich die Kindle-Notizen exportieren und wie baue ich dann Chatbase ab. Das heißt, hier habe ich jetzt auf diesem Rechner, ich habe 1300 Kindle-Bücher drin. Dazu kann ich natürlich noch verschiedene PDFs hochladen, ihr kennt das vielleicht. Und interessanterweise stimmen diese Zahlen nicht, je nachdem, wenn man auf welchen Rechnern arbeitet, weil die habe ich alle gut gelesen und das habe ich auch 100% gelesen. Naja, und ich exportiere diese Kindle Highlights automatisch nach Readwise. Ein sehr interessantes Tool. Und dann seht ihr hier, ich habe 48 Highlights
markiert oder auch hier 27 und das dürfte die letzte Markierung sein. Diese Highlights kann ich exportieren. Ich gehe auf Export und exportiere das nach CSV. Es geht auch im Markdown, aber dann macht er jedes Highlight zu jedes Buch zu einem Markdown-File und dann habe ich nachher ein paar hundert Markdown-Files drin und das ist ein bisschen komplexer. Deshalb Export zu einer CSV-Datei und hier sieht er verschiedene andere Konfigurationen, Logseq, Roam, Notion. Hier habe ich mal nach Roam exportiert, habe ich ein bisschen rumgebaut, gebastelt. So, und dann bekomme ich so eine CSV-Datei und wenn ich die mal in Numbers öffne, dann habe ich hier die Highlights und alles, was ich so brauche. Und diese Datei exportiere ich zu einer PDF. Also ich drucke die zu einer PDF. Und dann kann der Chatbot, was ich euch gleich zeige, kann der wunderbar damit umgehen. Ja, der Workflow ist jetzt so, ich lege den Chatbot an. Ich baue eine Airtable-Datenbank auf, eine Base, wo ich dann die Abfragen mache, wo auch die Ergebnisse hinkommen. Und ich automatisiere das in Make, in verschiedenen Workflows. Ich habe dann mehrere Workflows hintereinander und parallel. Und dann ist immer ganz interessant, wie ist das Prompt-Design? Und da habe ich auch lange rumgebastelt und dann muss man immer wieder basteln, weil die Chatbots sind auf Temperature 0. Das zeige ich gleich nochmal. Das heißt, wenn sie die Frage nicht verstehen, beantworten sie sie nicht. Dann lasse ich mir am Ende ein Google Slide-Dokument geben, kann aber auch ein Google Doc sein. Und das sind Dinge, die noch kommen. Also wie kann ich das denn automatisch danach in mein Wissensmanagement übertragen und Anki-Cards erstellen, damit ich dann zum Beispiel sagen kann, was habe ich denn heute an dieser Frage gelernt? Was sind für mich wichtige Punkte, damit mein Wissensschatz erweitert wird? Chatbots. Was ich gemacht habe, ich habe bei Absumo.com Chatbase gekauft. Und Chatbase ist ein wirklich einfaches System und auch ein kluges System und auch ein gutes System. Und ich habe mir Tier 2 gekauft für $159, weil dann kann ich 40 Chatbots anlegen. Nicht nur Bücher, man kann auch seine Website bauen. Und dann, wenn ich mich dann registriert habe, kann ich so einen Chatbot aufbauen. Und was ihr gerade hier seht, ist, ich habe das zweimal gekauft, weil ich habe einmal meine 40 Bücher schon durch und baue jetzt, habe ein Limit 2x40, 80. Und hier kann man einen Chatbot bauen. Und ich habe einen Chatbot natürlich gebaut über auch meine Kindle-Notizen. Gucken wir uns das mal an. So, immer zu meinen Chatbots. Und hier seht ihr, in diesem Modell ist nur ein Chatbot drin. Ich klicke auf New Chatbot. Ich muss eine Datei auswählen. Creative Problem Solving. So, diese Datei habe ich ausgewählt. Und sage jetzt hier, Create Chatbot. Jetzt lädt er die Datei hoch und schon habe ich einen Chatbot. Und ich kann fragen, zum Beispiel, what did you recommend me about solving problems? Oh, das habe ich falsch geschrieben. Mal gucken. Okay. Done. Und schon kriege ich eine Antwort. Now, based on the information provided, taking a proactive approach. Okay, dann sage ich mal, write a blog post. Webpause about 1000 words about this answer. Okay, nochmal gucken, ob der das auch kann. Ah, okay, das kann er jetzt nicht. So, und dann würde ich aber nochmal fragen, write a blog post about your recommendations about solving problems. Mal sehen, ob er das kann. Da habe ich natürlich die Zeichen. Ah, das funktioniert. Jetzt habe ich aus diesem Buch, was ich gut finde, habe ich jetzt einen Blogpost gemacht. Hat mir alle wichtigen Dinge dort übertragen.
Dann können wir mal gucken. Write the blog post. Ob er das noch versteht. In German. Mal sehen. Ah! Also interessant. Wir bekommen jetzt dort einen Blogpost aus diesem Buch. So, das ist natürlich sehr interessant, wenn wir jetzt viele Bücher haben und auch nochmal mixen können, was könnten wir dort auch an Informationen halt rausziehen und wie können wir das umsetzen. Wow, also das Output-Window ist jetzt auch gar nicht so klein. Na, also ihr könnt jetzt nochmal sagen 2000 Zeichen, dann können wir mal gucken, ob er das auch kann. Na. Na. Write a blog post in German. Minimum 2000 Words. Okay, mal gucken, ob er das schafft. Und da ist er jetzt rausgesprungen. Lass uns nochmal gucken. Nochmal. Nee, das springt er jetzt raus. Minimum 2000 Word. Machen wir das direkt mal in Deutsch. Schreibe einen Blogpost über deine Empfehlungen zur Problemlösung. Schreibe Distance 1000 Wörter. Kann er auch nicht. Okay. Okay. Da springt er wahrscheinlich raus. Lass mal gucken. Nee. Wir können nochmal den resetten. So, indem ich hier oben einfach woanders hinklicke. So. Ja. Also hier ist das Window also nicht so groß. Also schauen wir doch mal, ob er jetzt da was macht. So, hier unten sehen wir dann die Sources. Wichtig sind die Settings jetzt hier und der Base Prompt, die System Managers als Problem Solving Expert. Ja? Und hier sind natürlich die Sachen, wenn er nicht weiß, oh, and I'm sure und refuse to answer any question not about the info. Hier ist GPT 3.5 eingestellt, Turbo, da kann man auch GPT 4 einstellen, da muss man seinen API-Key eingeben, aber hier ist auch das Thema, dass man später nochmal, dass die Temperatur auf 0 gesetzt ist, das heißt, er sucht wirklich nur die Informationen, die er hat. Und jetzt kann man natürlich, wenn man das auf einer Webseite machen, kann man das natürlich noch mit Namen, E-Mail, also man kann diesen Chatbot nicht nur für sich intern nutzen, man kann ihn auch direkt auf einer E-Mail, auf einer Webseite zur Verfügung stellen. Und hier sieht er Embed on Website, Share Webbot, Delete der Chatbot. Diese Nummer ist ganz wichtig, weil die brauche ich nachher für die API, ja, um den anzusprechen über die KI. Die API, die eigene API bekommt man dann hier oben raus. Das zeige ich jetzt nicht, um diese API nachher anzusprechen über die KI. So. Und so kann man dann verschiedene Chatbots aufbauen. Ja, da geht man zu seinem Chatbot, My Chatbots, und dann habe ich jetzt hier Creative Problem Solving
Ja. Ich habe oft die Autoren genannt, damit ich weiß, was ich tun kann. Ich kann auch mehrere Dokumente hochladen und das macht die Sache dann auch ganz, ganz interessant. So, gehen wir mal weiter. Also, da haben wir Chatbase aufgebaut und hier ist ein Beispiel. Ja, ich habe Joko Willig gefragt, what is the best way to motivate people? Und ja, sehr interessante Bücher von Joko. Und hier seht ihr zum Beispiel die Chatbots, einen Ausschnitt daraus, was ich dann halt hier auch gebaut habe. Chad Richard, Patrick Sweeney, Ron Meyer, aus diesen Büchern, die ich eben im Workflow gezeigt habe. Dann lege ich eine Airtable Base an und wenn ihr die anderen Videos von mir schon mal gesehen habt, dann wisst ihr, wie das geht. Das ist die Blogpost API, wo wir auch letzte Woche dann die ganzen Ideen für die PowerPoint reingetan haben oder die AudioPen-Verknüpfungen. Und hier lege ich Felder an, um ein Prompt zu designen. Hier ist noch kein Prompt drin, weil ich habe gemerkt, dass es sinnvoll ist, die Prompts gerade im experimentellen Umfeld bei Büchern, die auf Temperature 0 sind, dass ich die dem Workflow mitgebe. Ja? Und dann habe ich hier die Antwortfelder, wo kommt dann was rein? Und ich starte das immer über solche Häkchen. Und dahinter steckt eine Automatisierung und bei den Prompts habe ich hier dann auch mal so Testen. Ne? Du bist Leadership-Experte, schreibe aus deinem Gesichtspunkt, welche Risiken, was sind die Tipps. Hier muss man immer ganz gucken, dass der das dann auch versteht. Das ist ein bisschen tricky, das zeige ich später. Ja, und dann klicke ich hier auf so ein Feld, was ich anlege, so eine Checkliste. Und dann startet ein Trigger, eine Automatisierung und da laufen diese Skripte. Das habt ihr in den ersten Videos von mir schon gesehen, auch wie so ein Webhook funktioniert. Und wenn ich das bei mir jetzt baue, habe ich verschiedene Flows. Ja, ich habe hier natürlich die Experten, die ich alle fragen will. Und in meisten Fällen starte ich jetzt mit dem Opening Flow. Das heißt, wie könnte man die Frage erweitern? Wie könnte man die Frage auf ein neues Hebel bringen? Und da ich als Strategie-Consultant hier arbeite, die auch Digitalstrategie, fange ich dann an mit dem Strategieansatz und mache aus der Strategie dann oft eine Zusammenfassung zu dieser Strategiefrage. Und das gebe ich dann in die anderen Flows. Das zum Beispiel, was muss ich jetzt aus der Leadership-Ebene betrachten? Was muss ich denn jetzt aus der Change-Ebene betrachten? Ja? Und dann lasse ich diese Flows alle ablaufen und am Ende kriege ich dann ein Google Slide. So, von der Zeit her, um auch dieses kleine Video vorzubereiten, habe ich die hier implementiert bis jetzt. Die nächsten baue ich dann am Wochenende noch zusammen. So ist der Ablauf. Und hier sieht man dann, hier kommt ein Webhook rein. Der Webhook überträgt ein Record-ID, das heißt eine Zelle von Airtable. Und dann ist der nächste Befehl, hol mir doch mal diese Daten in dieser, ich muss die Base angeben, ja, die Base, das heißt die Datenbank und welche Tabelle, also die Table. Und natürlich so eine Tabelle hat mehrere Zeilen und ich gebe die Zeilennummer jetzt mit, beziehungsweise das ist die Record-ID, ne, wo man sagen kann, das ist jetzt hier eine ID und gib mir doch mal alle Daten, die jetzt hier drin sind. Und das ist der Befehl. Und jetzt trickse ich ein bisschen rum, weil die Prompts dann nicht so einfach sind. Das heißt, ich übertrage das nach JSON, weil ich hier einen HTTP-Request mache. Ganz anders als hier. Hier gibt es ein ChatGPT-Modul, aber hier gibt es einen HTTP-Request mit Post und Get. Und dort muss ich dann eine JSON-Datei haben, wenn ich komplexere Prompts habe mit mehreren Themen. Und hier seht ihr die Strecke. Also ich gebe jetzt die Frage rein, was denkt Chad Richard, was denkt Richard Rummel, was denkt Henry Mintzberg. Das ist hier the ends of decision, habe ich schon mal hier, a sense of decision, Roger Martin, Gary Klein und so weiter. Und dann lasse ich hier eine Zusammenfassung machen und übertrage das dann am Ende nach Airtable. Und das heißt, wie mache ich das? Ich setze ein Modul auf und dann klone ich das. Das heißt, ich muss das nicht alles neu machen. Wenn ich ein Modul aufgesetzt habe, dann sieht das so aus.
Ich habe hier die API, die ich anspreche, Post. Und das muss ich alles eintragen. Und hier kommt mein API-Key. So, und jetzt ist das Interessante. Jede Chatbot-ID ist natürlich unterschiedlich. Das heißt, ich muss hier eine Chatbot-ID eintragen, die diesen Chatbot anspricht. Wenn ich das einmal gemacht habe, kopiere ich das nur und verändere dann die Chatbot-ID. Dafür brauche ich diese Liste, sonst ich mir das merken kann. Und dann habe ich das auch echt schnell angelegt. Das Problem ist die Fummelei mit dem Prompt. Also was ist der richtige Prompt? Dass, damit man das bei Temperature 0 es nicht funktioniert. Also dass, wenn der die Frage nicht versteht, dann gibt er nichts raus. So, und deshalb haben wir hier das Problem Temperature 0 und hier die passenden Fragen stellen. Ich habe da so ein bisschen experimentiert und habe gesagt, du bist Strategieexperte, welche Informationen kannst du zu diesem Thema? Das heißt, wenn ich den Strategieprompt mache. Und das heißt hier, das ist der erste Teil des Prompts und dann lege ich die Frage hier rein und jetzt experimentiere ich noch was. Wenn du die Frage nicht beantworten kannst, dann suche Informationen zu diesem Stichwort. Das heißt, ich mache mal meinen Prompt an das System, versuche die Frage, die ich habe, aber ich versuche auch direkt zu sagen, ja, was ist das Keyword dahinter? Weil dann kannst du wenigstens aus deinem Buch Informationen zum Keyword geben. Und das bringe ich jetzt hier alles zusammen in einem JSON-Objekt und kann dieses JSON-Objekt dann nachher im Prompt verwenden, wie wir das dann auch hier gesehen haben. Na, das heißt hier, das ist der String, den ich mir dann zusammenbaue und den übertrage ich dann als Text. Das funktioniert super. Also hier muss man ein bisschen fummeln und am Ende setze ich dann ein Google-Dokument auf. Das heißt, hier habe ich eine Google Slide und setze Variablen. Na, also was sagt denn der Chad Richards? Der Titel ist dann die Frage, die ich dann einbaue. Was macht Richard Rummel, der Henry Mintzberg? Kann ich auch noch schön machen. In diesem Fall habe ich es nicht gemacht und kriege dann am Ende Zusammenfassung von der Strategie. Und das lasse ich mir auch wieder durch so einen Klick machen, und wo ich dann sage, hier eine Automatisierung startet. Und dann mache ich eine Google Slide und hier seht ihr, dann kann ich die Frage, und wenn ich immer ein bisschen teste, lasse ich mir das aktuelle Datum hier hintergeben. Das ist eine Funktion von Make. Und hier haben wir dann die Ergebnisse und damit habe ich mein Dokument fertig. Der nächste Schritt wäre dann das Import in das PKM-System, Personal Knowledge Management System. Und das muss ich noch machen, wo ich dann sage, ich habe in Airtable mal lasse ich mir eine Markdown-Zelle machen, wo dann die Markdown-Headings drin stehen. Und das exportiere ich eine Dropbox, lade das eigentlich dann runter in eine Dropbox, einen File. Und diese Dropbox zeigt auf mein Logsec-File. Also ich lade das in meinen Logsec-Ordner runter. So wie ich gelesen habe, indexiert dann Logsec automatisch diese neue Markdown-Datei. Und das muss ich noch ein bisschen ausprobieren. Und das wäre dann natürlich voll cool. Dann habe ich es in meinem PKM-System drin. So, wenn euch das weiter interessiert, dann registriert euch hier. Dann zeige ich mehr von diesen Workflows und Fragen gerne, Kommentare, Anmerkungen. Und dann freue ich mich auf euer Feedback. Vielen Dank.